So Leute, wir begrüßen euch mit eurem neuen Fahrrad. Wir machen uns auf den Weg nach Rosenheim. Wir machen uns den Weg ab. Dass du noch keine Punkte in der Cyclocross-Bundesliga hattest.
Ja, das lag einfach dran, weil ich erst letzte Woche ins Cross-Rennen eingestiegen bin. Weil ich noch Saisonpause hatte von der Straßensaison. Und jetzt muss ich erstmal noch schauen, was ich dieses Jahr noch fahre. Ich fliege jetzt erstmal nächste Woche ins Trainingslager nach Mallorca mit dem Team. Und dann muss ich mal schauen. Und wegen der Startposition, ich bin eigentlich relativ gut weggekommen. Lag dann auf Position 5 Oscar und dann hat sie genau hier die Kette runtergehauen. Und dann musste ich erstmal drauflegen, hat dann schon locker 30 bis 40 Sekunden Rückstand. Und dann bin ich einfach mein eigenes Rennen gefahren, hat jetzt am Ende gut geklappt. Und zum Schluss wollte ich noch sagen, das Preisgeld, was ich jetzt bekomme, spende ich dir an dein Tierheim, wo es im Rosenheim. Henri, du bist riesig. Super. Also der Henri ist einer der wenigen, die wissen, dass ich nebenbei auch Vorstand im Tierheim in Ostermünchen bin, mit dir hier vor den Toren Rosenheims. Und Henri, lass dich in den Arm nehmen. Super. Vielen herzlichen Dank dafür. Klasse. So, meine Damen und Herren, wirklich eine noble Geste. Mal kurzweg hier die Sache wesentlich organisieren, das zusammen mit Klaus Mark.